Hey, heute zeige ich dir, wie du ganz einfach eine leckere Rosenkohl-Kartoffelpfanne zubereitest. Rosenkohl ist ein heimisches Gemüse, das gerade Saison hat. So sparst du lange Transportwege und somit CO2. Das Rezept findest du wie immer unten in der Infobox. Los geht's! Einfach nachhaltiger kochen? Undenkbar! Das Wichtigste ist der Rosenkohl. Den putzt du und schneidest kreuzweise in den Strunk. Das ist wichtig, damit er gleichmäßig gart. Die Kartoffeln schälst du und lässt sie 15 Minuten in Salzwasser vorgaren. In den letzten 6 Minuten gibst du den Rosenkohl zu den Kartoffeln. In der Zwischenzeit schälst du die Zwiebel und würfelst sie fein. Die Kartoffeln schneidest du in mundgerechte Stücke und den Rosenkohl halbierst du. Gib etwas Öl in eine Pfanne und brate die Kartoffeln bei mittlerer Hitze goldbraun an. Das sieht super aus. Die stellst du erstmal beiseite. In derselben Pfanne brätst du die Zwiebeln an. Wenn die Zwiebeln so aussehen, gibst du den Rosenkohl dazu und brätst ihn mit an. Mmm, wie das duftet. Die Kartoffeln hebst du unter. Es gibt so viele Arten, mit Rosenkohl zu kochen. Wie isst du ihn denn am liebsten? Schreib es uns doch in die Kommentare.